Hallo und herzlich willkommen wieder bei Let's Play Evoland 2. Wir sind mittlerweile immer noch in Dr. Gyros Labor. Was hat dieses Schild denn zu sagen? Vorsicht, Gefahrenbereich. Betreten des Bereiches hinter dem Gitter verboten. Hinter dem Gitter ist damit hier gemeint. Ich glaube, unten. Ah, okay. Auf jeden Fall haben wir einen Kampf, den wir erstmal hinter uns bringen. Ja gut, mit dem greife ich an und ich lerne mittlerweile, dass ich auf das Gimmick aufpassen muss. Das heißt, dass das Licht ausgeht und ich darf nicht angreifen. Oh, sehr schöner Crit. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann müsste der erste auch schon weg sein. Ja, sauber. Daher lohnt sich nicht aufzugreifen, aufzuladen, meine ich, denke ich mal. Also, Pizza. Auch ein Crit, sehr schön. Das kommt mittlerweile ganz gut hin. Ich wollte noch den Verwirrungszauber ausprobieren. Beim nächsten Mal dann. Ja, genau, das mache ich dann direkt. Sobald Saria dann aufgeladen ist. Oh, ich habe die Leiste noch drin. Also gut. Verwirrung. Wie funktioniert das auf alle? Kann man einen Roboter verwirren? Anscheinend ja. Jedenfalls den einen da hinten. Deswegen lasse ich den gerade mal im Leben, nur um auszuprobieren, was er denn macht. Gut, also ja, er hat gerade den anderen Gegner angegriffen. Scheint sehr nützlich zu sein. Werde ich vielleicht öfter benutzen ab jetzt. Das heißt eigentlich, Saria hat die beiden nützlichen Zauber. Was hat Dora denn mit Zauber nochmal gehabt? Die hat die Frostrüstung. Und was war der andere? Sturm, dass du schneller aufgeht. Ah ja, doch, das ist auch ganz nützlich. Auf jeden Fall. Den könnte ich auch mal öfter benutzen. Auf Quatsch, weil er halt dem... Mal so eine kleine Frage nebenbei. Dieses Ding links in der Kapsel, ist so. Das Mewtwo? Ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Ah, knapp. Ja, also auf jeden Fall sehr viele Anspielungen auf irgendwelche Spiele hier. Wir hatten hier diese Sonic-Anspielung, da haben wir nebenbei noch das Raumschiff von Dr. Eggman gesehen. Und ich glaube, die leeren Behältnisse sind Anspielungen auf Metroid. Auf die Metroid-Serie. Guck mal, was haben wir hier denn? Oh ja, ist auf jeden Fall Mewtwo. Ja. Hallo, Professor... was? Aber das soll Professor Gyro sein? Nee, was? Hä? Ich denke mal, das sagt Mewtwo. Hallo, Professor Gyro, wie geht es euch heute? Okay. Was haben wir denn hier? Jetzt aktiviert ihr die Konsole unten rechts. Okay. Unten rechts. Schön, jetzt wird die Konsole oben rechts. Okay. Meinetwegen. Hervorragend. Jetzt deaktiviert die Konsole unten rechts. Was? Schön. Jetzt aktiviert die Konsole unten links. Meinetwegen. Ich frage erstmal die Regeln. Perfekt. Jetzt aktiviert die Konsole unten rechts. Ist das irgendein besonderer Code? Keine Ahnung, ich mach's einfach mal oben rechts. Deaktiviert unten rechts. Okay. Hä? Hey. Sind alle aktiviert sein dann, oder? Keine Ahnung, ich mache nur, was sie machen. Wollen. Jetzt wieder. Unten rechts? Okay. Unten links? Das müsste doch oben rechts dann kommen, oder? Hoffentlich. Nee. Mann, ich will alle aktivieren. Wie lange geht das? So, und jetzt nochmal oben links und dann sind alle aktiviert. Komm. Unten links. Nein, erstmal wieder deaktivieren. Ich versch. Giant. Okay. Hey, meinetwegen. Ich mach einfach nur, was sie sagen, ja. Und rechts. Also. Ich erwarte nur, dass nichts passiert. Also, ganz ehrlich, was ist, wenn du was anderes drückst? Will ich nicht wissen. Wie wird die Kontrolle unten rechts? Keine Ahnung. Lobt sich das mittlerweile? Kann gut sein, ne? Weiß es nicht. Ich hab's mir leider nicht gemerkt, aber... Vielleicht... Kommt mir gerade Alice bekannt vor. Ja? Oder? Eventuell? Aber das... Nee, das kommt mir schon wieder nicht bekannt vor. Das könnte einfach komplett random sein. Krieg einfach mal irgendwelche an. Aber dann muss ich nachher alles nochmal machen. Deswegen war ich dann weiter. Also ganz ehrlich, so lange kann ein Kopf aktiviert die Konsole unten, nee. Oder? Gut. Ich mach jetzt den letzten an. Ah! Ja, es war einfach sinnlos. Sehr schön. Ich bin auch herrlich lange drauf reingefallen. Sehr gut. Ja, dann geh oder lang. Oh,
Aber ich wollte gucken, weil hier sah es wichtig aus. Und da sieht es aus, als geht es weiter. Also will ich jetzt mal hier oben gucken, oder? Es ist nur ein Gegner, der jetzt seine Freunde ruft. Oder abhaut. Sehr gut. Oder auch nicht. Okay, was sehr ist toller das da oben für ein Schalter? Keine Ahnung. 1 von 5 Steuerelementen aktiviert, okay. Ach komm, geh nach unten. Aber was ist hier oben? Das unten sah so, ich fand, nicht so sinnvoll aus, deswegen macht das so. Natürlich sah das sinnvoll aus. Nein, überhaupt nicht. Ich mach das mal die. Und ich mach mit der, die Eisangriff. Mit wem mache ich die Kombo jetzt? Das weiß ich allerdings nicht. Genau, das wollte ich machen. Allerdings nicht im Dunkeln, nicht im Dunkeln. Ansonsten war das gut. Daria treffe ich, glaube ich, nicht alle, deswegen lade ich mit ihr nicht auf. Den kann ich echt mit ja, ihr... Ja, vielleicht doch, wenn du den oben links angreifst. Das ist eine gute Idee, das mache ich. Ja, aber nicht im Dunkeln. Machst du das mit Absicht? Natürlich. So. Treffe ich alle mit ihr? Bin mir nicht sicher. Kann sein, vielleicht. Na, ah, sehr schön. Vielleicht solltest du dich auch heilen. Ja, kann ich machen. Vielleicht auch. Kann ich ja machen. Ich glaube, das Stürmen bleibt dann trotzdem, also mache ich das einfach mal nebenbei. Heilen, erstmal da, ja. Dann gebe ich mir noch ein Schild. Ich frage mich, was passiert, wenn er stirbt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich will es auch nicht unbedingt ausprobieren. Ach, nee, komm. Aber ich gebe Magie, Schub auf Saria. Ja, das ist gut. Dann kann sie erstmal heilen und dann kann sie vielleicht auch noch aufladen. Ich denke, das ist eine Idee. Oh, jetzt kann sie sich erstmal selber wieder heilen. Weil die Gegner gerade alle nur auf Saria gehen. Oh, meinetwegen. Grüne Haare, weiß ich nicht. Stimmt. Das ist wieder sie. Jetzt kann sie ja wieder heilen. Ich mach's lieber, vor allen Dingen, weil er schon gerade im roten Bereich ist. Also lieber. So, du kannst stürmen. So, vielleicht kann sie angreifen. Rutsch kann den angreifen und vielleicht reicht dann eine Sturmattacke von Saria. Eventuell. Mal gucken. Ja, einmal, aber mit Dora. Na gut, das reicht jetzt schon. Und jetzt stürmen wir noch mit Dora und Saria macht sie dann auf jeden Fall fertig. Erstmal aufs Licht warten. So. Na, ja, hat ja gereicht. Sehr schön. Das hat doch geklappt. 60 XP. War nicht schlecht. Okay, dann suchen wir jetzt die nächsten noch Steuerelemente. Ja, ich gehe jetzt erstmal nach hier. Da ist noch ein Steuerelement auf jeden Fall. Aber das ist... Oh, okay. Die Gitter haben keine Wirkung mehr. Schon seit langem leer, okay. Okay. 2 da oben ist bestimmt noch. Ja, erstmal ein Kampf. Aber das ist das nächste, das sehen wir schon. Oh, und 6 Gegner. Sehr viele Gegner, die ich. Oh, wie treffe ich die am besten? Das ist eine Idee. Die drei oberen. Kann Eis machen. Ja. Saria heilt erstmal. Ja. Auf Dora. Nee, sie macht erstmal Verwirrung und guckt, was passiert. Oh, stimmt. Oh, das war gut. Das war echt gut. Ja, einer ist schon weg. Zwei sind schon weg, aber gut. Die haben mich schon mal nicht angegriffen und die haben sich gegenseitig angegriffen. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Wer ist das? Saria, ah, ja, okay. Jetzt kannst du heilen. Zwar auf Dora. Und das sollte doch alle treffen. Ja, sehr schön. Okay. Hä, wer hat da gerade angegriffen? Ach, das war einer von den Turrets, okay. Die sehe ich gar nicht, wie die angreifen. Ne? Aber gut, jetzt ist Verwirrung wieder weg. Ich könnte die direkt nochmal machen. Das war eigentlich sehr hilfreich hier. Das mache ich auch. Ja, das war doof. Ich vergesse es immer wieder. Hast gelernt, das so abzuteilen, dass nee, nicht wirklich. Okay, 3 diesmal. Diesmal warte ich. Mit Dora lade ich nochmal auf, mit Saria heilig. Ah ne, ich hätte auf Saria heilen sollen. Na gut, das überlebt sie noch. Hoffe ich gerade mal. Sehr schön. Die machen sich gegenseitig auch nicht so viel Schaden, muss man ja sagen. Der ist weg. Schon mal einer weg. Okay, nur nicht auf Saria angreifen, dann ist es soweit okay.
Dann überlebe ich das auch locker. Der müsste auch weg. Na, nicht? Na gut. Eis gehe ich. Oh, der eine ist weggerannt. Die beiden oberen will ich eigentlich nicht gehen. Ah, fast in der, hätte ich den auch noch getroffen, aber das war zu knapp. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit, Dora überhaupt aufzuleveln, oder? Da muss ich ja. Ich kann das ja nur in der Zukunft machen, also. Habe ich da eigentlich noch keine Möglichkeit für zurzeit. Ah, ich hätte gerade einen Combo-Angriff machen können. Naja. Ein normaler Angriff lohnt einfach nicht mit den. Ja, was soll's. Ein bisschen spät vielleicht jetzt, aber sind noch genug am Leben eigentlich. Und das lohnt sich noch. Schlitzer. Ja, die treffe ich auf jeden Fall beide, sehr schön. Bam. Hm? Also was suchen wir eigentlich genau hier in Dr. Gyros Labor? Wir suchen die Waffe, damit kein anderer an die Waffe dran kommt. Ach genau, die Waffe soll hier versteckt sein. Okay. Schätzungsweise wir dann auslösen? Schätzungsweise ja. Also wir wissen noch nicht genau. Wir wurden der große Zerstörer genannt, allerdings nur von dem Propheten. Der und das während eines genau. Kinderspiels, ja, das, also wissen wir das noch nicht. Haben wir es von irgendeinem anderen gehört? Nein. Ach so, das wäre die Tür, wo wir dann durchkommen. Okay. Das heißt, jetzt gehe ich erstmal nach links rüber. Schätzungsweise ja. Sind die anderen beiden da. Hinter Mewtwo. So gut, ey. Hier haben wir erstmal noch ein Battle. Warte, C17, C18 und C19. Alles klar. Ja, nicht mehr Dr. Gyro, sondern Dr. Gero. Alles klar. Und C16? Wer war denn C16? War das nicht irgend so ein... War das Dr. Gero? Eventuell? Warte mal, hier ist sogar das Symbol. Ah, der Red Ribbon Army. Genial. Also, was können wir... Was ist das eigentlich? Ah. 2. Dezember 948. Mein Vorgänger hat großartige Vorarbeit geleistet. Er muss lange Zeit hier gelebt haben. In Vorbereitung auf Subjekt X Ankunft habe ich mit der Implementierung eines automatischen Sicherheitssystems begonnen. Ende der Aufzeichnung. Ah ja, Ende der Aufzeichnung. Gut. Kammer ist leer. Oh, vielleicht ist es. Hey, darin ist etwas. Okay. Okay, was? Ein Stern! In C19, okay. Gut zu wissen. Ja, dann kamen sie leer. Ja, wo vielleicht ist der treffen wir noch irgendwie. Schalter? Einer fehlt. Einer fehlt jetzt noch oder zwei? Einer noch. Na gut. Also halten wir fest, was wir mittlerweile wissen, er ist ein großer Fan von Dragon Ball, von Chrono Trigger, Final Fantasy. Über die Brücke oder rechts noch irgendwo einer. Von Doctor Who. Was haben wir noch? Und von Zelda, weil Zelda hat auch 1000 Referenzen. Oh. Wo hoch, ja? Wahrscheinlich. Das sind so seine Hauptspiele irgendwie mittlerweile. Vor allen Dingen Dragon Ball ist echt krass vertreten hier. Apparatieren haben sich offenbar versucht, diesen Computer mit ihren Klauen zu bedienen. Okay. Nächstes Mal muss ich mein Sezierwerkzeug mitbringen. Ich wüsste nur zu gern, was es mit diesen entzückenden Kreaturen auf sich hat. Wahnsinnig entzückend auf jeden Fall. Ja, hinter ist nichts. Oh, doch. Der letzte Schalter. Gut. Notgenerator activated. Warum auch immer Englisch? Ja, das Licht ist wieder an. Alarm, wir setzen und Sicherheitsmaßnahmen werden deaktiviert. Endlich! Dieses chaotische Gekämpfe gegen mir langsam auf Nerven. Was ist mit euch, Pritsch? Ja. Genau das ist das Problem, wenn man sich mit der Vergangenheit befasst. Man weiß nie, wie veraltet diese Systeme sind. Vor allen Dingen veraltet. Ja, ne? Das sieht mir recht modern aus im Vergleich, was sie sonst so hier haben. Ja. So, dann kann ich jetzt hier einfach rumrennen, wie ich will, und es müsste kein Kampf mehr kommen, richtig? Schätzungsweise ja. Gut. Dann gehen wir mal weiter und mal gucken, was uns da erwartet. Mal sehen. Nun, ein Speicherpunkt. Und da ist noch eine Tür und noch mehr Dinge und... Okay. Na gut, dann finden wir das heraus. Ja, das ist die Metroid-Referenz, die ich mir denke. Keine Ahnung. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall machen wir dann weiter in der nächsten Folge. Also, mach's gut. Ciao, ciao. Blank.